Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patchstein, The Waddle Care vom Privatserver Rising Guts in der boreanischen Tundra. Ja, wir werden siegen, ganz bestimmt. 5 Pollen von Blutspurenmutten. Der ist schon da, der Tag. Bitteschön, Dankeschön. Jo, der Sonnenbrunnen. Da hast du bestimmt ein bisschen zu viel davon genascht aus dem Sonnenbrunnen, oder? Mann. Was ist hier los? Jawohl. Stoff, Leder in Ring. Ein 138er mit Angriffskraft, Crit und Tempowertung. Platte mit Zaubermacht, jawohl. Dann nehmen wir den Ring. Bäh. 25 Stärke, 15 Beweglichkeit. Die sind ja nahezu identisch, wa? Und Angriffskraft 60. Zu Angriffskraft 50. Tempo 12 zu Crit. Beweglichkeit ist auch Crit, aber Trefferwertung Crit. Trefferwertung ist 10. Ja, die sind hier drüben nahezu wirklich gleich. Dann nehmen wir den mit Beweglichkeit raus. Und wenn ich mehr Kings gebe, habe ich dadurch mehr Stärke. Was ich ja sowieso nicht mache. Ja, komm, die müssen wir unten wieder reinpacken, die Pfeife. Damit wir dran denken, was wir da für lustige Scripte haben aus der letzten Runde. Jawohl! Niedrigstufige Quests sind wieder ein. Wir brauchen jetzt die Motten. Dann gucken wir mal, wie gut oder schlecht die droppen. Das war nix. Da haben wir noch ein Mädchen. Komm mal her hier. Blutspur und Teufel schreit. Die Lebensspender beschützen. Ja. Na, dann macht doch. Ach, macht das schon. Macht das schon. Der da. Ausgewichen. What? Ein 69er weicht mehr als 77er aus. Der ist ja gut. Erstklassiger Heiltrank. Ja, sind das die einzigen Motten hier? Krass, ist weit. Hier kommen mehr. Ich bin außer Reichweite. Beschützen, jawohl. Oder diesen Nahkämpfer, da können wir Weihe stellen. Genau, so. Rums, die Bums. Und da liegen sie beide im Dreck. Da haben wir schon mal die erste Spur. Das ist gut. Was ist das für ein Gürtel? Stoff. Ach, das war das Schwert, was so klang. So schwer. Klang. Jene. So, das da, das da. Boah, da kommt schon wieder der nächste angerannt. So, da kriegst du es mit der Kelle, mit der Kelle. Und da hat sich's ausgekellt. Yippie! Nummer 2. Hier ist keiner. Die kriegen wir so. Alles hier müssen. Jawoll. Ganz dringend nötig, sowas. So, war wieder keiner. Kannst du die hier hin? Ja. Hä? Ich wollte doch aber dich haben und hier hinstellen. Damit man dann so rum, genau. Map. Komm, wir sind hier rein. Jawohl, machen wir das so rum. Schnauzeknopf. So. War da nicht noch einer? Haben wir den schon mit hingelegt? Sieht's aus. Da liegt er. Jawohl, da war er. Ja, hier sind noch ein paar Modi-Mods. Was hier nebenbei mitkommt, kommt mit. Zieht zusammen, jawohl. Rums, die Bums. Da ist die erste down. Ne, da kommt noch einer. Rums, die Bums. So, die verkellen wir auch noch ein paar. Zack. Bist du der hier? Ja. Bist der da. Der hier einfach weiter garstet. Mit Garstelle.
So, das da, her damit. Des Heilers, jawohl, brauchen wir auch. Was? Wieder nur eine Probe. Oh, nein. Hier schreit keiner. Ah, der hatte gerade nicht hingeguckt. Jawohl. Wo haben wir denn noch ein paar Modi-Mods? Schnell erreichbar. Ja. Brems, die Brems. Ja, ja, die droppen nicht gerade gut. Wie man hier sieht. Und zack. Und zack. Aber hier brüllt wenigstens keiner mit. So, da haben wir es endlich. Da war auch nochmal eine schwere Rüstung. Nee, Leder. Ach, das war das. Mann, was hier alles droppt. Gleich wieder Taschen voll. Ja, von mir aus auch das. Verwendet und sie zusehen lässt, was passiert. Ja, mir schworen schon wieder Schlimmes. Ich stehe doch neben der. Ich werde klein und kotze. Es war so klar. Und du freust dich. Jawohl. Wie überaus furchtbar. Was ist euer Begehr? Ach ja, ja. Und der eine zu klatschen für den Mistier. Sprecht mit Ur Machthorn in der Blutspurenprärie. In der Tundra. Und der ist. Ach, der da. Ja, du leuchtest schon so. Du hast bestimmt auch noch solch gar lustigen Ideen, oder? Er schlagt Gamutra und bringt den Kopf. Jo, 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 den Beutel brauchen wir. Den legen wir mal hier runter. Und vorher sitzen wir aber auf und ab in die Feste verkaufen. Gamutra ist nämlich unten in der Höhle. Da werden wir auch noch ein paar kleine Tierchen killen müssen dafür. Und wenn das hier weiterhin so gut droppt, ist die Tasche bald voll. Wo ging es hier rein? Hier. Runter. War der Schmied links oder rechts? Das sieht aus wie ein Schmied. Schmiedenschmidt. Genau. Bam 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 bam. Alles rausverkauft. Das Essen brauchen wir, das Trinken brauchen wir. Ja, das ist auch noch stärker Buff. Was ich hier wieder alles so habe. Schwächt einen auserwählten Magnataurier. Ja. Da machst du dann von Elite zu Non-Elite. Das kann einem das Leben da drinnen extrem vereinfachen in der Höhle. Das sind die Schweinchens. Das probieren wir heute nicht mehr. Das ist irgendwann in den nächsten Runden. Da habe ich es doch blau gesehen. Kobalt! Jawohl. Und Skillpunkt. Krass. Ja, wir sind schon bei 435. Das ist richtig so. Wir haben ja in Burning Crusade sehr lange, sehr exzessiv gefarmt. Was heißt gefarmt, ja? Wir haben es Zeug einfach mitgenommen, was rumlag. Hä? Ich hab mir verfranzt! Ach nee, hier, wir müssen nochmal richtig runter und dann in die Höhle rein. Hier müsste irgendwo dein Höheneingang sein. Mehr in die Richtung. Oh, da bin ich aber weit weg. Das ist Ali-Posten und so. Und in die Höhle geht es dann hier unten rein. Ich dachte schon da oben, das wäre das gewesen mit der Höhle. Aber nee, 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 nee. Hier haben wir es. Kamut. Ja, und wenn du von oben guckst, kann das extrem täuschen, wenn du direkt oben drüber bist. Und hier siehst du schon die großen Elite. Die kannst du dann mit dem Biddel hier, mit dem Beutel sozusagen klein machen. Und die Viechter, die hast du auch noch mit drin. Da ist es schon gut, wenn man hier die Taschen frei hat. Hier unten war auch noch irgendein Named. Ich weiß gar nicht, steht der hier drin?
Ne, das sind nur die kleinen. Und hier unten hast du schon die ersten Muschelgrobbenschwärme. Das ist ein Spawnpunkt von sehr wenigen insgesamt. Ja, da hast du eine Elite. Den strahlt man da ein und dann wird er eine Elite. Dann kann man die einfach umnetzen. Siehst du? Elite gelegt. Denn wenn du die hier ziehst, dann macht es ganz schnell mal das Licht aus. Unangenehm. Zack. Rums, die Bums. 3000 Leben. Oh, geben gut Erfahrung. Was soll's, immer drauf da. Gamutra müsste unten drin sein, hinten. Ja. Hier müssen wir auch an den ran. Das klingt so seltsam. Als wenn er kotzt. Aber es kommt ja auch von der Troller da draußen, die sich freut, wenn du vor der kotzt. Ja, da nochmal. Und das da. Ui, jetzt habe ich DPS. Genau. Da unten mal Rechtsklick drauf gemacht. Zack. Zack. Hier ging es doch irgendwo um eine Ecke rein. Wo ist denn das hin? Ist das hier? Nee, ist noch nicht. Müssen, irgendwo müssen wir rein. Hier ist es auch nicht. Hier sieht es mir auch ganz schön viel aus mit Mobs. Und das kann auch täuschen. Ein paar sind auf jeden Fall drin. 3, 4. Oh. Das sind 5. Aber auch das ist nichts Schlimmes. Nichts Weltbewegendes. Das ist ein... Yeah. Meins! Kobalt! Kobalt! Brauchen wir dringend zum Dissen. So, da haben wir. Und hier haben wir Gamutra. Da hinten ist auch noch ein Peiniger. Nein! Stunnen, 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 stunnen. Geschwächte Gamutra. Dafür sollte man sowas machen. Ja, ja, ich sehe schon geschwächte Gamutra. Yeah, yeah. Den kannst du mal schön drauf rumschwarten hier. Leg mal hin, das Vieh. Genau. Und jetzt bitte kein Instant Spawn, denn da hinten möchte ich noch die Kobaltablagerung haben. Die packen wir auch gleich mal runter. Wir haben gleich Erde und Wasser bekommen. Das ist auch nice. So, nichts wie raus hier. Arm, Brust, 11 Beweglichkeit. Fett. So, was gibt's denn bei dir hier hinten? Höhlengezücht? Nee. Irgendwie verwechsel ich jetzt die Höhlen. Ne, das kommt hier runter. Das Erz brauchen wir zum Sondieren. Aus dem Sondierten kriegen wir dann die Edelsteine raus, die wir wieder weiterverarbeiten. Und die wir für die Quest auch brauchen. Und dann können wir perfektionierte Edelsteine bauen. Also Sockel. Juwe-Edelsteine. Das heißt, random kommt ab und zu mal ein Perfekter raus, der mal ein paar Stats mehr drauf hat. Oder 1, 2 Punkte dann sozusagen mehr drauf hat. Wir buffen mal nach. Funktioniert aber auch nur bei den grünen Edelsteinen, bei den blauen oder lila in epischen dann auch nicht mehr. Also einfach dient es am Anfang der Belustigung und dann zu nichts mehr. Ja, hier kann ich raus. Da drüben stolper ich nur über ein Elite. So, da haben wir das auch geschafft. Ach stimmt, hier oben war noch so eine Höhle. Da war da noch eine Quest drin. So, hier, ich hab da was für dich. Quest beenden. Bringt den Kopf zu Garrosh Höllschrei. Jo, geht mit der Erdenmutter, nehme ich mit. Mineraliensuche. Mal hier schon mal langfliegen. Hätte ja sein können, dass da irgendwas ist.
Jo, dann hier mal wieder Niedrigstufe Quest anzeigen. An. Oh, es zeigt mir an, dass der eine Quest fertig hat. Letzte wollte er ja nicht wissen. So. Sind das Panzer? Hm, ich habe hier nichts gesehen. Trophäen von Gamut. Weiter. Stoff. Leder. Schwerrüstung. Platte. Stärke. Ausdauer. Crit. 53 Crit. Ja, ich gehe aber richtig stark ab. 18 Stärke, 17 Stärke verliere ich. Kriegt haben wir da drauf. Treffer werden, nee, machen wir später. 4, 7, 50. Was? Tatsache 5, 17. Jede Mal her. Hellschreis Champion. Geht nach Town Kali und sucht Häuptling Orkan auf. Und ich kriege dafür 3, 6er Tempo. 513 Max Damage. Die ist wesentlich besser. 37 Stärke, identisch. 54 Ausdauer, verlieren wir 2. Erhöht die Trefferwertung und der erhöht einen Crit. Und dafür geben wir nur 2 Ausdauer ab und 37 Verteidigung. Annehmen. Aufsitzen. Wir müssen uns dringendst eine neue Waffe besorgen. Town Kali. Höchstreis Champion. Genau. Währenddessen machen wir wieder Mineraliensuche ein. Und wir geben dort nur die Quest ab. Wir sind noch nicht so weit, dass wir dann wechseln. Wir könnten natürlich jetzt hier hinten auch weiter questen. Also die haben auch noch gar reichlich Quests. Aber ich würde gerne schon hier so Stück für Stück vorwärts gehen. Hier oben gibt es auch noch gar reichlich Quests. Und hier auch noch da drüben. Und du siehst ja auch... Was? Was ist denn das? Ja, Data, da wirst du eigentlich auch... Na, gut. Nee, wird man irgendwie nicht hingeschickt. Ich hab... Das findest du nur durch Zufall. Das ist ein bisschen seltsam. Wahrscheinlich durch das Fahrerzeichen. Du kannst dir in der Kriegshymnenschlucht auch einen Wolf nehmen, den Reitmeister dort einschwatzen. Der gibt dir einen Wolf, der reitet dich dann direkt dorthin, wenn du nicht weißt, wo das ist. Aber da wir ja wissen, wo es ist und ich unterwegs auch hier, wie du siehst, hacken möchte und gleich so ein Zitrin kriege, deswegen nehmen wir das Reittier. Deswegen fliege ich auch hier so komisch so. Manchmal weiß man das schon, wo die sind. Wieso sehe ich das überhaupt noch? Map! Ich habe doch sonst immer einen Gatherer aus! Ach, den habe ich ja mal angemacht wegen den, oh, ja, Klassikwelt. Wie heißen sie? Blut von Helden, da unten, genau. Nö, dann lassen wir es jetzt auch ein. Was soll's? Ihr kennt's ja sowieso, solange nicht zu viel auf der Karte dann drauf ist. Bam, 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 bam. Du hast, nee, weiße Erde und Himmel. Weiße, nicht blaue, sondern weiße. Ja, Schwachte. Häuptling Orkan, gib her die Axt. Meins. Hier gibt's auch noch ganz andere schöne Sachen, ne? Hier, Faustwaffe, Stab, Dolch. Stab, Schusswaffe. Schusswaffe? Das ist ja auch krass. Da bist du mit dem Jäger auch gleich so richtig schön ausgerüstet. Freundlichst! Gib her. Dankeschön. Und dann fliegen wir wieder zurück. Kannst du noch rausscrollen? Du kannst auch nicht so weit rausscrollen. Dafür gibt es übrigens auch ein Makro, dass man dann noch weiter rausscrollen kann. Habe ich aber jetzt hier nicht gerade griffbereit. Habe ich sonst bei mir auch in Verwendung. So, jetzt fliegen wir. Flieg mir die Löcher aus dem Käse. Ja, das auch. Das ist ja schon gewohnheitsbedingt. Oh, da ist Erz. Irgendwie trifft dich hier immer in diese Richtung ab. Das geht ja gar nicht. Ich wollte mit euch eigentlich hier rüberfliegen und dann nochmal die Küste abfliegen. Weil ich weiß, dass da noch Quests sind. Aber das kann an dem Strand hier auch weitergehen. Das ist oben, das Kodo-Zeugs. Die Quest haben wir uns aufgehoben, weil sie buggy ist im Moment.
Und ich fliege hier jetzt verkehrt rum. Na, damit haben wir die Bucht schon mal entdeckt. Ach komm, flieg weiter. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen. Das ist Allianzgebiet. Wo ist denn hier das Erz da? Während der Bewegung. Ja. Ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Jawohl! 436. Die Gebiete hier können wir nämlich fernheilen, genau, auch mit entdecken. Valianzfeste, jawohl. Nein, ich will ja nicht stänkern, ich will nur mal kurz drüber bügeln. Und der Allianz, wenn es geht, hier das Erz klauen. Geht. Reiche Koboldablagerung. Was? Tschüssi. Hier wird scharf geschossen. Und jo, dann haben wir das hier auch gleich mit erkundet. Dann haben wir hier oben ein bisschen weniger. Naja, noch nicht ein bisschen weniger. Hier haben wir wieder... Ihr wolltet. Das ist sogar richtig. Das geht hier weiter. Ich wollte es nur mal zeigen, dass das dann hier... Kommst du dann wieder zum Strand? Und hier ist das Lustige, wo wir schon waren, ne? Kannst dich daran erinnern? Naja. Hier noch ein bisschen näher ranfliegen und dann bin ich gleich wieder... Gibt es wieder 10% Minus. So, hier braucht man nicht weiter. Ich dachte, hier unten wäre auch noch... Wie dort vorne, weißt du? Nee, da habe ich mich jetzt wieder selbst überzeugt. Nee, da fliegen wir nicht näher ran. Vergiss es, vergiss es. Wie viel haben wir denn schon Erz? Wow, 30. Dort hat sich gelohnt. Das ist fein. Wir fliegen jetzt nochmal hier vor zu den NPC und dann ist für diese Runde auch schon wieder gut. Wir sind schon wieder durch eine Runde durch. Hier machen wir dann in der nächsten Runde weiter. Hier ist auch noch ein bisschen was vor uns. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patch und World Gay auf dem Privatserver Rising Gods. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.